Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 2019. Ja, ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Oder es fällt euch auch nicht auf. Wir haben hier einen kleinen Haufen Stroh liegen. Das ist der, den ich von unten von unserem neuen Feld geholt habe. Ich hatte keinen Platz, keine Ahnung, wo ich den hinstellen soll. Also habe ich den hier erstmal abgeladen. Den werden wir dann irgendwann umschaufeln müssen oder in eine Strohpelletierungsanlage reinpumpen. Außerdem habe ich unseren alten Heuwagen getauscht gegen einen neuen Bergmann, denn es war einfach zu anstrengend, das alles mit dem Kleinwagen zu fahren. Also habe ich den großen Bergmann hier gekauft, dann waren es ungefähr 5 Touren oder sowas, würde ich sagen. Und heute will ich für die Pferdchen Hafer besorgen, aber da, wir können hier mal gucken, unser Trecker immer noch im Einsatz ist hier unten, das ganze Feld zu pflügen, was wahrscheinlich noch in Echtzeit 2 Stunden dauern wird. Was im Hintergrund bei mir die ganze Zeit durchläuft, werden wir uns heute das kleine Fahrzeug hier nehmen, runter in die City fahren, uns einen kleinen Gabelstapler gönnen und mit dem Gabelstapler tun wir dann Hafer aufladen und mit dem Hafer fahren wir dann zurück plus Gabelstapler und das die ganze Zeit wiederholen, bis wir ein bisschen Hafer haben. So lange sollte es hoffentlich. Es ist fucking nach null und ich bin immer noch am Aufnehmen. Das ist so, mein Kopf ist so, schlafen. Aber ich habe gedacht, nee, wir müssen heute noch Farming Simulator aufnehmen. Immer eine tolle Idee bei mir. Bedeutet, wir holen uns jetzt den Hafer plus einen kleinen, eine kleine Hebebühne. Gabelstapler. Wie komme ich auf Hebebühne? Und dann tun wir den Hafer mal einfüllen und schauen, wie viel wir brauchen für 2 Pferdchen. Dürfte ja eigentlich nicht so viel sein. Und dann tun wir irgendwie uns für 4 oder 5 Mal nachfüllen auf Lager legen. Es stehen ja auch noch unsere geliebten Geräte da, die wir später noch brauchen. Bedeutet, alles nicht so einfach so. Jetzt machen wir alles aufladefertig und dann gehen wir hier shoppen unter Diverses und nehmen uns diesen für 8000, glaube ich. Ich glaube, den finde ich am coolsten, weil der andere ist so heftig. Wir brauchen ja nichts Heftiges. Wir konfigurieren den jetzt mal. Oh, Schutzbügel. Ja, den nehmen wir mit. Ja, den kaufen wir so. So was zu haben ist ja eh nicht schlecht. Und dann müssen wir hier unter Big Bags Hafer kaufen. Und zwar ganz viel. So. Wie viel habe ich jetzt gekauft? 4. Ja, das passt doch gut. Dann schauen wir doch mal, was das Ding hier drauf hat. Ich hoffe, das funktioniert alles so wie gehäuft. So, Rückwärtsgang. Piepsen tut schon mal schön. Oh Gott, das wird wieder... Oh, ich hasse Gabelstapler. Die sind so einfach so scheiße zu lenken, finde ich. So. Okay, es geht nur einer drauf, aber immerhin geht etwas drauf. Wie hoch geht denn das? Also so rein theoretisch kannst du damit sogar richtig aufbocken. Ob das jetzt funktioniert, was ich hier vorhabe, ist natürlich eine ganz andere Sache. Weil immerhin muss ich jetzt hier dafür mit dem Gabelstapler drauf und dann abladen noch. Das kann natürlich ganz toll funktionieren oder ganz beschissen. Oh, der kippt auch. Oh Gott, der kippt. Lass los! Schieben wir da ein bisschen an, damit der ganz nach vorne geht. Und dann kriegen wir hoffentlich 2, 3 drauf. Beim nächsten Mal aufladen geht's auch besser. Das Auto vorne wird auch wahrscheinlich richtig Schaden nehmen gerade. Rucksack. Fertig. Da kriegen wir noch locker 3 drauf, oder? Bisschen drehen. Bisschen mehr drehen. Bisschen eindrehen.
Oder man kriegt es auch gar nicht hin, weil ich bin wieder so schlau mit dem Gelenkstern hier. Komm schon. Ich muss jetzt hier mal aber... Gott, diese einachsige Rücklenkung, die so lange nachzieht, wenn die dann langsam fährt. Ich hasse es. Ich hasse es. Natürlich muss wieder gerade ausgerichtet werden. Und das ist genau das passiert, was ich nicht wollte, dass es weiter auf die Gabel nimmt. Oh Mann! Fahr da drauf. Wenn ich mit einem unzufrieden bin, ist es die Gabelstapler-Steuerung in diesem Game. Und ich krieg das doch wieder nicht. Oh Mann! Kriege ich so wenigstens drauf? Schauen wir mal. Nope. Irgendwie muss das doch funktionieren. So, du lässt jetzt los. Warum lässt dieses Teil nicht los? Muss ich die jetzt einzeln nach oben fahren? Ja. Okay, weißt du was? Wir fahren das Ding jetzt mal einzeln hoch und schauen, wie viel wir überhaupt davon brauchen. Vielleicht reicht der eins fürs Erste. Dann kann ich auch eine Fahrt versuchen mit diesem Gabelstapler. Das ist ja die nächste Herausforderung eigentlich. Let's try this. Natürlich wandlich Blinkanlage an hier. Wow, wow. Drei, so schön. Blink, blink machen. Dann bitte schon. Hallöchen. Stell dir vor, du triffst einen Gabelstaplerfahrer mit so einem Gabelstapler auf der Straße mit 18 km/h rumfahren. Da denkst du dir auch, hat er nicht mal alle Tassen im Schrank oder hat er zu viel Bier gesoffen? Nö. Ist einfach der Herr Willer, der... Oh, da siehst du gar nichts. Ist einfach der Raximus, der schon wieder über die Straßen fegt mit seinem Hafer und wieder zu seinem Pferden muss. Wenn ich jetzt richtig Pech habe, kommt jetzt der Zug. Nee, kommt zum Glück nicht. Das wäre so richtig Timing, dass es genau dann runtergeht, wenn ich mit dem Gabelstapler drin bin und festhänge. Und dann haut mich der Zug in den Bach. Dann wäre die ganze Anschaffung auch wieder für den Müll gewesen. So. Rein hier. Gehen die Rüchtlinger nicht? Dann muss ich die wieder extra aktivieren. Jetzt muss ich wieder rausfinden, welcher Knopf bei welcher war. Das war der Knopf, der war der Knopf. Ich habe jetzt gleich 3000 Sachen aktiviert und weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Hoppala. Upsi. Na gut. Schauen wir erstmal, wie viel der Hafer bringt für die Viecher. Weil Heu haben sie auch keinen, sie haben keinen Stroh, sie haben kein Gras. Weil ich muss alles noch machen. Das wird unangenehm wieder. So. Also natürlich auch... Ach, ey, logisch, mit dem kann ich jetzt auch die ganze Wolle wegnehmen, weil ich mir schon dachte, so, fuck. Wo ist denn der jetzt drüber gefahren? Ich habe mir schon überlegt, wie ich die Wolle jetzt wegkriege, aber die kriege ich ja mit dem kleinen Teil jetzt hier weg. Das ist doch alles glatt, der Boden. Hallo Freunde, ihr kriegt ein bisschen Hafer. Jetzt füllen wir das gleich mal auf. Und dann schauen wir mal auf unsere Liste. So, warte mal, das ist eine Mausbreite. 1, 2, 3, 4. Zu viel. Denk mal so an die 8000 Liter Hafer passen rein. Boah. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich die scheiß Karotten herkrieg.
Wo krieg ich Karotten her? Jetzt haben wir mal nach drüben. Boah, nicht da rein. Nein. Tu mal ein bisschen Wolle zur Seite. Können wir rein theoretisch jetzt sogar stapeln. Kann ich mit dem das probieren, wer jetzt geht das? Ist ja keine Spitzgabel, ne? Aber rein theoretisch, wenn ich genau dazwischen treffe. Auf die kann auch nur ich kommen, oder? Wie transportieren wir Holz? Ja, mit dem Gabelstapler. Fahr mal dazwischen, you. So kann man auch Pferde füttern, ne? Das war Heu, ne? Das war ich habe schon keinen Plan mehr, was ich da alles gelagert habe. Nein, 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 nein. Ganz ruhig, Brauner. Diese unerwarteten Bodenwellen sind immer kacke. Zack, aufgefüllt. So, wie schaut's jetzt aus? Na, da können wir noch einen zweiten reinhauen und dann Hafer natürlich noch. Wie schaut es jetzt hier aus mit Nachproduktion und so? Nichts ist hier in Fragezeichen. Hallo, ich habe zwei Pferde da reingestellt, damit sie gescheit arbeiten hier. Dann kriegen sie halt jetzt nochmal so ein Stück Heu und dann darf ich, während ihr weg seid, bis zum nächsten Mal das ganze Hafer hochfahren. Wo ist dann... Da ist eine Schräge, da geht's bergauf. Jo. Was wir auch mal planen könnten, wäre vielleicht so eine Stufenetage, dass wir hier ein bisschen umbauen. Weiß ja nicht, wie steil wir hier alles machen können, aber so ein stufiger Hof wäre natürlich auch geil. Wenn wir das umsetzen könnten, die Frage ist, geht das oder geht das nicht? Ausrichten. Dankeschön. Also rein theoretisch müsste doch jetzt dieser kleine Gabelstapler einfach umkippen, weil ich kann mich noch erinnern, wie mir beinahe ein Hoftrag mit einem Heuballen umgekippt ist, weil der Heuballen so festgestopft war, dass das Ding einfach überhaupt nichts ausgehalten hat, oder beziehungsweise so schwer war, dass der Hoftrag sich gedacht hat, nö, du kannst mich jetzt mal am Arsch lecken. Ich fall oben. Dann musste ich den wieder auf den Boden transportieren und oh, das war ein Graus damals, sage ich euch. Graus. Kassilage, ey, Leute, das ist uncool. Heu haben die Viecher noch? Zuckerrüben wollen sie ja. Zuckerrüben. Wo kommen wir denn hin? Zu Hempel und Pempels? Hafer geht natürlich weg. Heu ist bummvoll jetzt. Das ist schon mal vorteilhaft. Haben wir... wie war das? STRGM, ne? Nee. STRGG. Aktive Produktionslinie. Leere Rohstoffe. 4 von 5. Volle Produkte. 0 von 1. Ah, da kann ich einsehen. Okay, das habe ich noch nie beachtet, wirklich. Ah, hier ging das, ne? Pferde zu 300 pro Tag. Bedeutet, die Viecher müssten auch irgendwann dementsprechend was schaffen. Dann tun wir jetzt noch ein bisschen die Wolle mal stapeln versuchen. Schauen wir mal, wie gut wir mit dem Ding stapeln können. Und ja, dann war es das doch auch für heute wieder. Eine gute Runde, ne? Unsere Schäfchen machen hier immer noch eine schöne Wolleproduktion, aber ganz ehrlich, ich bin mit der Wolle nicht so ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie viel Schafe ich habe. Oder ob das daran liegt, wie ich mit den Viechern umgehe, aber mir taugt nicht. Also, bin nicht so ganz zufrieden mit dem, wie das da abläuft. Das Ding startet nicht so, wie ich es will.
endlich. Hab nur darauf gewartet, bis es irgendwann volle Karache in die, in den Wolleballen reinknallt. Melonenzahnung. Ich bin mal gespannt. Jetzt haben wir dann 15 Minuten aufgenommen hier, ne? Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Fuck, weil das jetzt da wirklich ganz hinten noch, ne? Wie viel der Helfer geschafft hat in 15 Minuten? Ich glaube nicht viel. Also ich kann mir auf jeden Fall nicht wirklich viel vorstellen, rein theoretisch. Weil es ist ein riesiges Feld mit Mini-Pflug und das Ding hat auch nicht so die, wirklich die Power. Jetzt wollte ich auch nicht unbedingt noch einen riesigen Pflug mieten für die paar Minuten, die er da pflügen soll. Das hoffe ich einfach gerade. So. Bisschen hoch. Ich würde ja gerne so viel Wolle mal lagern, wie es nur geht. Und dann sozusagen mal einen großen Payday machen. Vielleicht auch keine dumme Idee, einfach weil es bescheuert ist. Richten. Was hat denn der jetzt? Denkst du mir schon, jetzt will er mich noch richtig foppen, ne? Jetzt wir noch den anderen und schauen wir, ob wir den da drüber kriegen oder nicht. Also wenn nicht, ist es Zeit. Das muss man nicht mehr lassen. Das ist dadurch, dass es halt hinten diese einachsige Lenkung hat, extrem einfach zu lenken oder eng zu lenken. Was später sicherlich für die Palette, für den Palettenteil eine ganz spannende Sache sein könnte. Schauen wir, wie hoch kriegen wir es denn noch? Oh, könnte sich ausgehen, könnte sich ausgehen. Es könnte funktionieren. Ich tue jetzt mal hier die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 1 runter, auf 2 runter sitzen. Komm schon. So, haha. 3 Stockwerke. Und Leute, damit würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, bis dann. Ciao.